Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Mittlerweile dürften wir die Weasleys ja mehr oder weniger durchhaben. Ich meine, die meisten hatten wir ja schon dran. Heute ist auf jeden Fall der gute Charlie Weasley dran, der letztes Mal die Abstimmung gewonnen hat. Und deswegen präsentiere ich dir jetzt 12 Fakten über Charlie Weasley. Los geht's! Fakt Nummer 1. Charles Weasley wurde am 12. Dezember 1972 in Großbritannien als Sohn von Molly und Arthur Weasley geboren. Damit hat er genau einen Tag nach mir Geburtstag. Fakt Nummer 2. Charlie ist der zweitälteste Sohn der Weasley-Familie. Nur sein Bruder Bill ist vor ihm zur Welt gekommen. Fakt Nummer 3. Zwischen 1984 und 1991 besuchte Charlie die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, kam wie alle seine Brüder ins Haus Gryffindor und wurde obendrein noch Vertrauensschüler und Quidditch-Kapitän. Er selbst spielte den Sucher. Fakt Nummer 4. Charlie wuchs während des ersten Zaubererkriegs auf und bekam hautnah mit, wie seine Onkel mütterlicherseits Fabian und Gideon Pruitt von Antonin Dolohov und 4 weiteren Todessern ermordet wurden. Fakt Nummer 5. Nymphadora Tonks und Charlie Weasley waren im selben Jahrgang in Hogwarts. Fakt Nummer 6. Den Test zum Apparieren musste Charlie 2-mal entgegentreten. Beim ersten Versuch zersplinterte er nämlich 5 Meilen weit entfernt von seinem eigentlichen Zielort und landete auf einer alten Muggelfrau, die gerade beim Einkaufen war. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7. Viele aus seinem Umfeld rieten Charlie eine Zukunft als professioneller Quidditch-Spieler. Er jedoch wollte unbedingt Drachen in Rumänien studieren und tat dies schließlich auch. Fakt Nummer 8. Bevor er allerdings nach Rumänien reiste, kaufte er sich einen neuen Zauberstab und gab seinen alten an Ron weiter. Dieser ging allerdings im zweiten Teil kaputt. Fakt Nummer 9. Charlie ist bis heute ein Single-Mann und hat auch nicht vor, dies zu ändern. Für ihn sind Drachenforschungen wichtiger als eine romantische Beziehung. Trotzdem hat er dank seiner Geschwister ziemlich viele Nichten und Neffen. Fakt Nummer 10. In den Harry Potter Filmen konnte man Charlie 2-mal sehen. Einmal in Teil 3 auf dem Familienfoto der Weasleys, wo sie in Ägypten waren, und in Teil 7.1 während Bills Hochzeit. Dort redet er mit seiner guten Freundin Tonks. Fakt Nummer 11. J.K. Rowling wurde mal gefragt, ob Charlie schwul sei. Dies verneinte Rowling und sagte dazu: Er interessiert sich mehr für Drachen als für Frauen. Diese Aussage brachte einige Potterheads zu dem Glauben, dass Charlie ein aromantischer Asexueller sei. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 12. Charlie ist mit Abstand der Weasley, über den man am wenigsten weiß. Also bezogen auf die bekannte Weasley-Familie rund um Molly und Arthur. Ja, das war mein kurzes Faktenvideo über Charlie Weasley. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr der ganzen Folge einen Daumen nach oben dalasst und wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne auf dem Logo jetzt einmal nachholen. Stimmt auch gerne oben auf dem i einmal ab, welcher Charakter nächste Woche Samstag drankommen soll und in diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und ciao Leute!